Endlich! Nach vielen halbgaren Spieleadaptionen, von denen die meisten bald zwei Jahrzehnte auf dem Buckel haben, erhält das Zauberer-Universum mit Hogwarts Legacy eine würdige Rollenspielumsetzung. Von der Perfektion ist sie zwar ein ganzes Stück entfernt, aber dennoch gut genug, um die Lego-Spiele an der Spitze der besten Harry Potter-Versoftungen abzulösen. Hogwarts Legacy spielt über 100 Jahre vor der Geburt des bebrillten Titelhelden. Weder Harry noch Voldemort oder Professor Dumbledore legen der Geschichte Steine in den Weg. Außerdem können technologische Fortschritte der Muggelwelt wie auch etwaige Konsequenzen für Lehrer, Eltern und weitere bekannte Charaktere der geheimen Zauberergesellschaft selbst bei höchst unvorsichtiger Erzählweise nur minimalen Schaden an der bereits etablierten Handlung verursachen und umgekehrt. Ein neuer Schüler für die 5. Klasse, also ein Nachzügler, der gerade mal die Grundregeln des Zauberns kennt, erreicht die berühmte Zauberschule auf Anraten seines Mentors Professor Fig. Wie diese Figur aussieht, spricht und sich nennt, dürft ihr selbst entscheiden. Wo sie herkommt und warum sie erst so spät zaubern lernt, bleibt jedoch im Verborgenen. Die zentrale Geschichte in Hogwarts Legacy dreht sich um mächtige alte Magie. Diese möchte sich ein grimmiger Kobold namens Ranrock zunutze machen. Gemeinsam mit einem Schwarzmagier versucht er, das Geheimnis der alten Kunst zu lüften, damit er mit Gewalt eine Revolution vom Zaun brechen und die Macht übernehmen kann. Für einen Fünftklässler kein schnell verdautes Wissen. Kaum in der Lage, etwas zum Schweben zu bringen, soll das Nachwuchstalent gleich eine ganze Revolution aufhalten? Nun, als Spieler stolpert ihr genauso in diese schier überwältigende Aufgabe hinein und versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Soll heißen, ihr drückt erst einmal die Schulbank, damit ihr zumindest den Hauch einer Chance habt. Dabei durchläuft eure Figur viele Stationen, die auch Harry Potter in den Büchern erlebt. Dabei macht es wenig Unterschied, ob ihr nach Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor oder Slytherin kommt. Die wenigen Abweichungen verpuffen spätestens nach den ersten Spielstunden. Kurz nach dem Start beginnt schon der Alltag. Ihr trefft eure Lehrer, deren Lektionen euch vornehmlich als Tutorials für das Anwenden gewisser Zaubersprüche oder das Züchten von Pflanzen dienen. Letztere benötigt ihr in anderen Schulstunden zum Brauen von Tränken. Regelmäßige Besuche der Schulstunden stehen trotzdem nicht auf dem Stundenplan. Vielmehr liegen sie periodisch zwischen den Handlungssegmenten, in denen ihr entweder eine von über 100 Nebenaufgaben erledigt oder euch der zentralen Handlung rund um den Kobold auf Rührer und das Geheimnis der alten Magie widmet. Für Potterheads ist das alles ein gefundenes Fressen. Schließlich repliziert der Schulalltag genau das, was das Hauptfigurentrio in den Büchern die meiste Zeit überlebt, nur eben etwas loser geordnet und mit weniger stereotypen Rollenzuweisungen. Ein schönes Beispiel: In der Zeit vor Voldemort gelten Schüler des Hauses Slytherin zwar als ehrgeizig und fokussiert, aber sie sind nicht automatisch böse oder hochnäsig. Daher müsst ihr euch auch nicht grämen, wenn ihr euch diesem Haus verschreibt. Sobald ihr den Kern des Spiels freigelegt habt, dürft ihr bis zu 16 der insgesamt 23 Zaubersprüche in eurem Menü anwählen. Diese sind in Sets zu je 4 angeordnet, zwischen denen ihr mit dem Steuerkreuz umschaltet. Klingt umständlich, ist aber eine passable Lösung. Denn wenn es zu Zauberduellen und anderen Auseinandersetzungen kommt, was quasi alle 5 Minuten der Fall ist, müsst ihr in der Lage sein, mehrere Zaubersprüche miteinander zu verknüpfen. 4 Zauber in ein Set zu packen, die im Verbund gut harmonieren, ergibt viel Sinn und gehört zum Feintuning, das eurem eigenen Gusto überlassen wird. Eine sichere Verteidigung, gepaart mit flinkem Umschalten zwischen den benötigten Zaubern, ist der Schlüssel zum Erfolg. Laufen euch Ranrocks Schergen über den Weg, besteht eure erste Aktion darin, etwaige Schutzzauber eures Gegners zu knacken, indem ihr einen Angriff desselben Elementtyps verwendet. Die Sache hat nur einen Haken: Jede Attacke kommt auf Kosten eines Cooldowns,
sodass ihr dieselbe Magie nicht mehrmals hintereinander verwenden könnt. Wollt ihr verhindern, dass euer Gegner seinen Schutz erneuert, müsst ihr Kombos anwenden, befördert einen Feind beispielsweise in die Luft oder zieht ihn an euch heran. Blindes Drauflos-Zaubern bringt gar nichts, euer Held verträgt kaum Gegenwehr. 3 bis 4 Treffer genügen für den Game-Over-Bildschirm, sofern ihr keinen Heiltrank einnehmt. Das Timing beim Angriff und nicht zuletzt schnelles Ausweichen sind der Schlüssel zum Sieg. So besteht ihr selbst gegen Widersacher, die 5 oder 6 Erfahrungslevel über euch liegen. Anderweitig nutzt ihr die Zauberei für das Knacken von Puzzles oder zum Erkunden. Wollt ihr etwa in die verbotene Abteilung der Bücherei, dann ist ein Tarnzauber vonnöten. Dagegen stellt euch die Subquestreihe namens Merlins Aufgaben, die über die gesamte Spielwelt hinweg verteilt wurden, stets vor unterschiedliche Herausforderungen. Mal gilt es, Fackeln zu entzünden, mal Gegenstände zu verschieben und mal einfach nur Steinkugeln zum Platzen zu bringen. Das Verhältnis zwischen Kämpfen und Rätseln hält sich die Waage und wird am laufenden Band mit Ausrüstungsgegenständen belohnt, die ihr aus Schatztruhen fischt. Klingt doch alles sehr vielversprechend, oder? Grundsätzlich ist die Herangehensweise von Entwickler Avalanche auch lobenswert. Mit einer unüberschaubaren Anzahl an Quests und etlichen Möglichkeiten zur Personalisierung von Hauptfigur und Domizil im Raum der Wünsche kommt Hogwarts Legacy locker auf über 80 Stunden Spielzeit. Selbst wenn ihr nur der Story folgt, sind es noch rund 30 Stunden. Bei allem Lob sei aber auch angemerkt, wie lästig einige gut gemeinte Elemente des Spiels sind, sobald sie weniger direkten Nutzen haben, sondern die Spielzeit strecken. Da wäre beispielsweise die Kleidung. Selten konnte man bei einem Offline-Rollenspiel derart viele Mäntel, Hüte, Schals und sonstige Ausrüstungsgegenstände finden. An sich eine nette Sache, weil ihr damit Statuswerte für Angriff und Verteidigung erhöhen könnt und der eigenen Figur zugleich eine persönliche Note verpasst, die euch von anderen Spielern abhebt. Wenn ihr allerdings im ersten Drittel des Spiels innerhalb eines Dungeons 15 Gegenstände auflest und bei der Hälfte davon genötigt werdet, altes Zeug aus dem Inventar zu löschen, weil der geringe Stauraum knapp wird, reißt euch manchmal der Geduldsfaden. Klar, man hätte vorher zum Shop laufen und Plunder verkaufen können. Und im Laufe des Spiels wird das Inventar auch über Belohnungen vergrößert. Aber warum gleich beim Spielstart übertreiben? Ein paar Inventargegenstände weniger hätten es auch getan. Ähnlich fällt die Kritik am Kampfsystem aus. So spaßig die Duelle dank der Kombos auch sein mögen, eine sanftere Lernkurve mit weniger Gegnern hätte dem ersten Spieldrittel gut gestanden. Einige der frühen Kämpfe verliert ihr nicht, weil der Held zu wenig drauf hat, sondern weil das automatische Zielsystem angesichts der Grüppchenbildung von Spinnen oder Kobolden dazu neigt, den falschen Gegner ins Visier zu nehmen. Das sind unnötige Frustmomente, die nicht am allgemeinen Schwierigkeitsgrad hängen, sondern an einer leicht schlampigen Spielbalance, deren Philosophie offenbar viel hilft viel lautet. Zugleich fehlt es an Abwechslung bei den Gegnern. Kobolde, Spinnen und ein paar Untote erscheinen im fliegenden Wechsel. Füllt mal ein Troll den Bildschirm mit seiner furchterregenden Körpermasse, brecht ihr in Jubel aus. Die Technik hinter Hogwarts Legacy versprüht leider nicht immer zauberhaften Charme. Keine Frage, der allgemeine Eindruck, den Wälder, Wiesen und auch das Innere der Heimschule hinterlassen, ist sehr schön und modern. Zwar nicht aufdringlich, auf Top-Niveau, aber doch gut genug. Das stimmige Design mit seinen nicht selten wohlig warmen Farben profitiert von scharfen Texturen, schönen Lichteinstellungen samt Tageszeiten und guten bis sehr guten 3D-Modellen, die fast durchweg animiert sind, um der verzauberten Welt Leben einzuhauchen. Überall wandern Figuren in Porträts herum, begrüßen euch Geister oder hüpfen Pilze umher, die beinahe darum flehen, in eurem Ressourcensäckchen zu landen.
Und das alles passiert beinahe ohne Ladezeiten. Ja, wir hören schon die Kleinkarierten meckern, wie es denn angesichts der blitzschnellen Wunder SSDs sein kann, dass sich einige Türen in Hogwarts erst nach ein paar kleinen Momentchen öffnen. Aber mal ehrlich, das fällt kaum ins Gewicht. Manch einer bemerkt es vielleicht gar nicht. Zugegeben, Hogwarts Legacy könnte in seinem Rollenspielanteil etwas komplexer sein. Auch wagt die zentrale Handlung weder riskante Wendungen, noch offeriert sie Grautöne im arg schwarz-weißen Gut-gegen-Böse-Gefüge. Da viele Potterheads heute erwachsen sind, hätten dem Spiel ein paar trickreiche, unverschlagene Charaktere gut gestanden. Dabei fällt besonders ins Gewicht, dass die etwas blasse Hauptfigur sogar unverzeihliche Flüche lernen kann und trotzdem bedingungslos zu den Guten gehört. Das sind Ansatzpunkte, die ein etwaiger Nachfolger aufgreifen und vertiefen könnte. Dennoch sind wir erst einmal froh, dass es überhaupt ein Spiel im Potter-Universum gibt, das der Vorlage in vielerlei Hinsicht gerecht wird und dabei so viel Atmosphäre erzeugt, dass wir mit Haut und Haaren darin versinken. Kleinere technische Macken wie auch nervige Balancefehler bei der Itemverwaltung übersehen wir wohlwollend, weil das Gesamtbild stimmig ist.